Da schalte ich NBC ein und was glaubst du, was ich sehe? Ein Typ mit einem gelben Helm auf Giga.de. Doch kurze Zeit später schon ist die Sache klar. Bei den beiden Spinnern ist Demo-Dienstag. Nach dieser sowohl künstlerisch als auch intellektuell äußerst wertvollen Einleitung möchten wir euch sagen, wir haben Demo-Dienstag und deswegen gar nicht so viel geschwafelt, gleich zu den heißen Demos, auf die ihr wahrscheinlich schon die ganze Zeit wartet. Aber vorher möchte ich noch ein bisschen Eigenwerbung machen, nämlich auf unserem Bericht, so ein bisschen. Den ihr wie immer auf giga.de findet, wo wir unter anderem alle Demos haben, die wir heute zeigen, sind ja doch nur zwei an der Zahl, mit den Homepages der Entwicklern, auf die ihr euch klicken könnt und natürlich wieder im Comments-Bereich, wo wir schon auf eure Comments warten und wo uns die Entwickler auch versprochen haben, dass sie vielleicht ein bisschen heute mit euch reden werden. Mal gucken, ob sie es schaffen. Interagieren nennt man das ja heute so cool. Aber genug davon und ins Demo, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das ist äußerst selten heute. Das ist nämlich für Dreamcast. Da gibt es nämlich nur ganz, ganz wenige Demos. Und das ist auch die erste, die wir euch zeigen möchten. Die wir bis jetzt zu Gesicht bekommen haben. Es gibt zwar bestimmt mehr. Es gibt mehr. Es gibt, allerdings muss ich sagen, die ich bisher gesehen habe, waren alle nicht so prall. Also die hier ist schon eigentlich die beste, die ich bisher gesehen habe. Und ihr könnt sie natürlich euch auch selbst brennen und auf der nächsten Party dann damit angeben und sagen, hier, alles ich gemacht, gestern Nacht noch. Naja, und jetzt hoffe ich, dass wir mal draufschalten, damit ihr da noch was davon seht. Genau. Und zwar ist die von Howjob. Und da habe ich mich mit den Jungs heute mal ein bisschen per E-Mail unterhalten. Und zwar war das der Nomad und der Tobi, dem ich auch hier gleich mal für die Mitarbeit danken darf. Und die haben mir viel über die Engine alles erzählt. Jetzt hoffe ich, dass ich euch nicht die ganze Zeit in die schöne Musik reinquatsch. Die übrigens, wo die Jungs großen Wert drauf legen, nicht also mit so einem Music Maker-Scheiß gemacht wurden, sondern mit Extend Modules, was auch immer das heißen mag. Was ich wieder faszinierend finde überhaupt, das ist ja, man braucht ja nichts umbauen an dieser Dreamcast, sondern kannst einfach brennen auf eine CD drauf und dann drauf und dann läuft das auf der Dreamcast. Ja, die haben erzählt, die haben ihre Howjob Accelerated Engine genommen und haben die einfach portiert. Also die haben die dank WinCE wahrscheinlich einfach rübergezogen und haben auch erzählt, das war ein bisschen schwierig, da sie eben jetzt irgendwie keinen Dreamcast hatten, was ich ja dann schon peinlich finde, wo ich sagen muss, Jungs, ihr macht hier Demos und habt keinen Dreamcast daheim stehen. Da hält sich ja, glaube ich, mal Sega auf den Hals. Ja, genau. Aber auf jeden Fall war das wohl ziemlich knifflig. Sie haben es aber dann letztendlich doch geschafft und es ist eigentlich ziemlich coole Sachen bei rausgekommen, muss ich sagen. Also im Vergleich zu den Sachen, die wir hier schon gezeigt haben. Wir hatten ja mal dieses 64K-Demo von Howjob, was auch nicht schlecht war, aber natürlich bei weitem nicht so prall aussehen konnte. Wie groß ist das denn? Wenn man das ich habe die Datei mir gar nicht so genau angeguckt. Also die Megabyte, ich glaube, es waren 40, aber schlagt mich nicht, ich weiß es nicht. Und allerdings sind es 7000 Polygone, werden live hier in Echtzeit ist es natürlich, werden gezeigt. Das ist im Moment auch das Maximum, was sie rausholen konnten. Das sieht mächtig aus. Aber schon ziemlich gut, doch. Alles ein bisschen skurril. Ich sag dazu nur Respect. Respect, da gibt es einfach ein dreifaches Respect von uns. Auf jeden Fall. Hier, ich hoffe, wir sehen jetzt noch gleich diesen coolen Roboter, der hier nämlich rumsitzt und angelt. Wobei ich habe mir sagen lassen, er angelt nicht, sondern der rostet einfach nur vor sich hin. Okay. Das heißt, hier wird wieder mehr hineininterpretiert, als er tatsächlich macht. Und die Texturen, sondern die Bilder, die ihr gerade gesehen habt, die sind, habe ich mir auch alles sagen lassen. Ihr seht, ich habe hier schon gut geforstet. Von Acryl, der am PC-Spiel Drones gearbeitet hat. Was ich eigentlich ziemlich cool finde. Ich kenne das Spiel zwar nicht, weiß jetzt nicht, ob es wirklich festes Produkt ist oder nur ein Fanprojekt. Egal, auf jeden Fall sieht es sehr cool aus. Wir müssen leider schon Schluss machen. Ihr könnt euch die volle Demo natürlich saugen, wie immer, auf giga.de in unserem Bericht.